war das letzte Mal, dass er mich in die Arme nahm. Ich wusste, dass ein anderer da war, dass ich nicht mehr zu seinem Leben gehörte. Später am Morgen ritten wir langsam am Ufer der Loire entlang. Wir ritten in Schweigen. Alexander? Ja, Herr, ich bin hier. Nichts von dem, was geschah, kann man ungeschehen machen. Aber wenn zwischen zwei Menschen etwas Böses vor sich geht... Wann möchtest du, dass ich gehe? Ich werde dich so ausstatten, wie es deinem Rang gebührt. Wann habe ich zu gehen? Ich entsinne mich nicht, was er weiter sagte. Ich verstand nur so viel, dass ich aus seinem Leben verschwinden sollte. Ich kam mir wie sein Eigentum vor, das für ihn wertlos geworden war. Deshalb zog er es vor, mich zu verachten, statt sich selber. Ich hasste ihn dafür. Aber mich hasste ich auch, weil ich ihm ergeben war. Dies ist mein Wille. Versuche nicht, ihn zu ändern. Ich konnte ihn retten, denn ich bin ein guter Schwimmer. Aber ich tat es nicht. Ich dachte, jetzt werde ich frei sein, also geschehe es. Aber als es geschah, fühlte ich weder Erleichterung noch einen Schatten von Trauer, nur Kälte in meinem Herzen. Aber frei war ich nicht. Vater, ich habe nichts mehr zu beichten. Du darfst nichts mehr verschweigen, mein Sohn. Ja, Vater. Willst du eine Weile ohne zu sprechen neben mir gehen, damit es dir nicht so schwer fällt, dich zu besinnen? Ja. Auch ich liebe Jakob, obgleich ich nicht weiß, ob es meine Liebe ist oder ob sie von dir kommt, aus dem Nichtsein herauf, als ein Spiegel deiner Liebe. Jakob, über den du nichts wusstest, konntest du lieben. Mich aber, über den du alles wusstest, konntest du nicht lieben. Im Rauschen der tödlichen Wasser hast du noch an ihn gedacht. Mit dem Bilde Jakobs vor den Augen sankst du auf den Grund. Bist du allein? Wie du siehst. Suchst du Graf Ludwig? Soll ich hier draußen stehen bleiben? Komm rein. Auf diesem Lager schläfst du? Ja. Du fragst, ob ich Graf Ludwig suche. Ich suche ihn nicht, weil man Tote nicht suchen kann. Konntest du ihn nicht retten? Warum? Es geschah viel zu plötzlich. Er sank wie ein Stein auf den Grund. Geh weg. Willst du nicht mit mir gehen?
uns dieser schreckliche Mensch wiederschlagen? Er lebt nicht mehr. Er liegt in einem schweren Sarg. Und sein einziges Tun ist faulen. Jakob hat dich weggejagt. Ja. Willst du mit mir kommen? Und wohin? Wo immer ich hingehe. Ja. Niemand wird es jemals besser mit dir tun als ich. Ich war nun der Herr von Chartres. Und ich nahm Blanka zu mir. Ins Schloss Vendôme. Ich hatte alles, was ein Mensch zu besitzen vermag. Doch ich war ständig von dem Gedanken erfüllt, dass etwas geschehen müsse. Vater, ich habe nichts mehr zu beichten. Sprich mich von meinen Sünden los. Bereust du deine Sünden, mein Sohn? Ich bedauere, dass der Graf mich nicht zusammen mit meinen Eltern getötet hat. Mein Sohn. Vater, sprich mich von meinen Sünden los. Ich hörte so viele Lügen, so viele Wahrheiten, so viel Schweigen, dass ich fürchte, dieser Kreuzzug ist der Traum meiner trügerischen Hoffnung. Was soll ich mit diesem Wissen tun? Indem ich dich von deinen Sünden losspreche, erbitte ich auch die Vergebung meiner Sünden. Möge Gott der Allmächtige in seiner unendlichen Gnade und Barmherzigkeit uns beiden vergeben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und nun will ich Jakob von Cloire anhören. Danke, mein Sohn. Vater, bitte erlass Jakob die Beichte. Ich kann sie ihm nicht erlassen. Ich muss sie ihm abnehmen. Du hast jeden von uns gehört. Mach eine Ausnahme bei ihm. Hat Gott nicht schon eine Ausnahme bei ihm gemacht? Ja. Und deshalb bitte ich dich, ihm deinen Segen ohne Beichte zu erteilen. Damit alle, die ihm folgen, wissen, dass er unschuldig ist. Nichts glaubte ich lieber als das. Er ist ein heiliger Vater, auserwählt von Gott. Dann wird mir Gott durch Jakobs Mund seinen wahren Willen verkünden. Und dann werden Hoffnung und Zuversicht mein Herz wieder erfüllen.